Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Saarbrücken gegen den FC Halle mit dem Entscheid 2:0 für den FC vor 11.234 Zuschauern. Wir gucken auf dieses interessante Spiel mit den beiden Trainern, Stepanistisch aus Halle und mit unserem Trainer Manager Felix Ziel. Herzlich willkommen hier auf dem Podium. Traditionell der Gast, das erste Wort zur Analyse, bitte schön. Ja, hallo erstmal. Ja, kein einfaches Spiel für uns, das haben wir schon im Vorfeld gewusst, zu dem wir personell wirklich Probleme haben. Trotzdem glaube ich, dass wir ganz gut ein Spiel gefunden haben, dass wir die erste Nervosität abgeschüttelt haben dann auch ordentlich auch Richtung gegnerisches Tor gespielt, hatten zwei richtig gute Möglichkeiten, haben noch eine Ecke, die wir auch übers Tor köpfen einiges auch mit Sicherheit auch überleben müssen, aber wie gesagt, wir waren eigentlich ganz gut im Spiel und dann kam es ja zu dieser Elfmeter-Situation, die ja verschossen worden ist, sodass wir wirklich angefangen haben auch zu glauben, dass hier noch mehr drin ist und eventuell wieder nur in die Halbzeit gehen und aus dem Nichts gibt es einen Einwurf, das sie schon angedeutet hat. Ich glaube, dass wir das zwei oder drei Mal schon so gespielt haben, einfach in die Tiefe geworfen, abgelaufen. Und hatten zwei, drei Möglichkeiten, diesen Ball zu klären, haben es nicht geschafft. Kommt es, glaube ich, zu einem Querpass von Jano und somit lagen wir jetzt nur hinten und haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr die nötige Effizienz, Zielstrebigkeit, kein Druck mehr, keine nötige, würde ich fast sagen, auch Qualität von der Bank reinbringen können, damit wir dann ein bisschen was jetzt gewinnen. Das zweite Tor hätten wir nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist so, hier kann man verlieren. Die Art und Weise war auch okay für ein Austauschspiel vor dieser Kulisse. Wir müssen es jetzt einfach schütten, sammeln. Wir müssen Richtung Mittwoch denken, das ist ein Pokalhalbfinale. Wir wollen unbedingt ins Finale ziehen und dann am Samstag ein wahnsinnig wichtiges Spiel für uns, das wir für uns vor allem im Feldsaal entscheiden wollen und versuchen natürlich die Klasse da zu sichern. Ich würde dir und deine Mannschaft Glückwunsch zum verdienten Sieg und weiterhin Erfolg. Danke. Vielen Dank. Rüdiger, den Ball gleich auf. Ja. Danke für die Glückwünsche. Auch war ein nervöser Beginn von beiden Mannschaften. Die ersten fünf, zehn Minuten, leichte Fehler, wo man gemerkt hat, es geht ein bisschen was. Dann war klar, dass Halle auch den Ballbesitz versucht, einfach nach vorne zu kommen. Ich glaube, wir hatten dann schon im Anlauf zu Fehler gezwungen, wo dann Bälle ins Haus gegangen sind, wo wir Bälle erobert haben, wo wir, glaube ich, einfach einen Tick näher dran waren an dem Tor. Ich glaube, Elfmetersituation dann schwierig zu verdauen, dass wir den verschossen haben, hat man dann direkt danach gemerkt, ein bisschen Verunsicherung. Die Mannschaft sich dann auch wieder gefangen und geht dann durch den langen Einwurf, glaube ich, auch verdient in Führung zu dem Moment. Eine Viertelstunde nach der Pause war so ein bisschen Sommerfußball, wo wir nicht richtig griffig waren, keine Balleroberungen, leichte Fehler im Spiel nach vorne, wo wir dann, wenn wir da genauer sind, im letzten Drittel kann man da schon ein Tor machen. Hatten da aber keinen richtigen Griff im Spiel. Danach dann, glaube ich, besser, wo man dann vielleicht sogar früher als 1-2-0 machen kann. Letztlich einfach auch eine gute Defensivleistung, wo wir sehr, sehr vieles wegverteidigt haben. Standardsituation war, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine, die richtig gefährlich war von Halle. Ansonsten waren wir da sehr stabil. Und letztlich mit dem 2-0 dann, glaube ich, eine Decke drauf gemacht und am Ende verdienten Sieg auch eingefahren, was nicht selbstverständlich ist gegen Halle, die, glaube ich, war die letzten Spiele. Letzten zwei, drei Monate eigentlich immer gut gespielt haben, gut gepunktet haben. Von daher sind wir sehr, sehr froh. Und was ich der Mannschaft gesagt habe, die Reise geht weiter. Alle anderen haben auch gewonnen. War zu erwarten. Von daher müssen wir nächste Woche Sonntag wieder gewinnen und gucken, dass einfach die Konkurrenz dann passt. Euch eine gute Heimreise und gerade dann, ich glaube, für das Ligaspiel viel Erfolg, dass ihr die Klasse halten könnt. Danke.